Glück auf, meine Lieben. Was macht der Mitch wieder hier? Ich sammle Gesundheit. Die Brennnessel, die Königin der Pflanzen. Und was ich damit mache, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Unser Schälchen schon mal so zusammen, ja, aber ist Brennnessel und wir haben ja noch einen Garten mehr zu bieten. Da pflücke ich noch ein bisschen was rein für den Geschmack. Hier haben wir Brombeer, ist auch sehr gesund. Kann ich ja mal ein Video darüber machen, was wir mit den Brombeerblättern hier gemacht haben. So, die haben auch einen geilen Geschmack, ne, wenn ihr die mal trocknet und euch einen Tee daraus macht. Also wunderbar, ja. Wird häufig verkannt. So, das reicht erstmal. Das ist jetzt mal die Brombeere. Hier haben wir, habe ich ja schon mal, glaube ich, gezeigt, hier haben wir Pfefferminze. Die habe ich letztes Jahr hier angepflanzt oder anpflanzen lassen von meiner Dienstmagd. Gute Arbeit hat sie geleistet. Ja. So, dann nehmen wir auch ein paar Blättchen für den Geschmack. Ne? Weiß ja jeder, wie Pfefferminz schmeckt. Und dann hauen wir auch bei uns im Schüsselchen mit rein. Ganz ein bisschen ausspülen. Und dann lassen wir das erstmal so ein bisschen stehen und dann hole ich noch die anderen Ingredienzien. Da wird ein super Smoothie. Das wären dann jetzt hier die anderen Ingredienzien, ja. Also, Möhrchen, nicht drei, nur eine, weil die anderen beiden, mit zwei Möhrchen haben, Lutsch. Zack. Kira. Wo ist das Miststück? Ja, wer kommt denn da angeschissen? Guck mal hier, der Papa hat ein Möhrchen. Gut nur. So, weiter geht's. Ja, die mache ich schon klein jetzt. Und dann geht's weiter. Ich glaube, ihr wisst alle, wie man Gemüse schneidet. Ich mache da jetzt gleich mal einen Zeitraffer rein. So, hopp. Ein für Kira noch. So, das war's. Und wieder rüber in die Prepperküche. Kleines Intermezzo. Ja. Falls ihr euch wundert, was ist denn mit Mitch los? Ja? Er will lieber ein bisschen philosophisch werden. Ja, ja, genau. Du gehst auch mal philosophisch. Ja, kommt wieder ein Hubschrauber. Oder die kloppen sich um die Möhre. Ja, das erste halbe Jahr, 22, war ja nicht unbedingt so prickeln oder was für mein Bienchen und für mich. Ne, ist mal so meine Empfehlung an euch, ne? Lasst kein Gift in euer Leben, ja? Und ich sag mal so, dass wir ja nicht im Glas spucken, das ist, glaube ich, aus den Videos auch mal ersichtlich geworden, aber ne, man muss auch mal ein bisschen gucken, dass man auf seine Gesundheit achtet, ne? Deswegen achte ich da sehr wohl drauf. Erster Schritt, dass man Personen, ja, die einer leben oder überhaupt die Atmosphäre vergiften, den Kopf vergiften, die müssen natürlich weg. An der Stelle nochmal liebe Grüße an Dirk, Sascha und Christian. Ne, bleibt standhaft, Jungs. Ja, und auch möchte ich nur sagen, liegt mir sehr am Herzen, was die Kids anbelangt. Ich erwähne jetzt nur die Kids, wo ich echt wieder einen guten Draht zu habe. Ja, liebe Grüße gehen raus, Haley, ne, Kasi und Leila. Ja, wir machen mit Sicherheit wieder das ein oder andere Unterfangen hier, ja, hat ja immer Spaß gemacht, ne? Also ich vermisse euch genauso, ja. Okay, dann wollte ich nur mal einfach mal dazu gesagt haben, man muss den Körper mal ein bisschen umbauen und dem Körper mal ein bisschen Ruhe gönnen und das machen wir hier, ja. So, Ende Intermezzo, so weiter geht's. Und wieder in die Pepperküche. So, jetzt haben wir unsere drei Sachen hier, ne? Unseren Kompott hier, Brennnessel, ne? Ein bisschen vermengt mit Brombeer und Pfefferminz, wie gesagt. Und ein Mixer, also ein Liter Wasser braucht er schon, ein Liter. Ja, weil wir suppeln da zu viert. Ja, die anderen beiden zeige ich euch gleich. Packen wir das Zeug da mal rein. Ich mache da mal einen Zeitraffer an. Und weil wenn ich jetzt hier was laber, bei dem Palaver hier, ihr versteht mich gleich sowieso. Okay. Zwei Minuten durchgequält und jetzt kommt zum Abschluss noch ein bisschen Honig mit rein, auch für den Geschmack, ne? Und dass der nicht ungesund ist, ist auch eine ganz klare Kiste.
So, und dann schmeißen wir die Kiste nochmal ganz kurz an und dann geht's an eine Verzehrung. So, jetzt wird schön abgezapft. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Ja, da haben wir genug von. Eine. Der absolute Powerdrink. Leute, ganz ehrlich, das merkt man nach einer halben Stunde, kriegt ihr dann Schub von. So. Das ist kein Placebo-Effekt, aber das ist wirklich so. Ja, dann guten Durst. Cheers, Schatz. Cheers. Mmh. Oh, das schmeckt richtig gut. Ist das lecker. Okay, geh gleich weiter im Büro, dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die Brennnessel ein. Ja, du heißt nicht lecker. Nee, aber wie gesagt, das war ja für vier Personen, beziehungsweise für vier, für vier, zu vier. Ja, war lecker, ne? Ist lecker. Den hauen wir jetzt mal rein jetzt. Das ist einer von den Vieren. Dotschi, magst du auch dein Schlückschen gleich haben, ja? Ja, Brennnessel ist ja gerade für Hunde. Wenn ihr mal Brennnesseljauche gemacht habt, die setze ich gleich auch noch an. Das stinkt wie Scheiße, aber für die Hunde ist das die absolute Geilheit. Ne? Und die werden schon wissen, instinktiv, was für die gut ist. Und ja, schwer zu erraten, aber der Rest ist für die beiden Bauzis. Brennnesseljauche. 10 Liter Eimer. Ne? Ja, schön halb voll hier mit Brennnesseln. Ja, und jetzt geht das Ding einfach ab in die Ecke. Moment. Da wo unsere Hütte für. Hat sich auch was getan, ne? Da baue ich hier auch noch ein. Ja, die Hütte ist wieder an allen Seiten am Rackern. So, jetzt kommt das scheiß Brett drauf. Jetzt schön geschützt hier. Jetzt lassen wir halt erstmal so ein paar Wochen vor sich hinsiechen. Und spätestens dann, wenn das stinkt wie Ocelot-Scheiße, dann wissen wir, ja, wir haben eigentlich den besten Dünger und das das beste Insektenmittel. Ja, da kommen wir irgendwann auf in einem anderen Video mal aufzusprechen. Ich mache das jetzt eigentlich nur für die Runde. Ja. Was zur Raubtierfütterung? Ja, ist ja normalerweise nichts, was Karnivore sich reinziehen. Ist ja nur alles pflanzlich hier, der ganze Kram. Aber warte mal ab. Ich hau da noch ein bisschen was lecker rein, damit die was zu kauen haben. Und dann gucken wir mal, ob die das annehmen. Oh, hat der Papa Leckeres. Dodge, nimm. Kira, nimm. Ja, gucken wir mal. Leute, die sind da einfach nur geil drauf. Und ich nehme an, die Hunde wissen instinktiv, dass das für die unheimlich gesund ist. Also wenn da einer mehr Ahnung von haben sollte, gerne in die Kommentare rein. Also ich habe da ein sehr gutes Gefühl mit, dass unsere Hunde nicht nur die Scheiße aus der Dose fressen, sondern auch was Vernünftiges. Ja? Sag mal hier zu den Inhaltsstoffen. Also wichtig zu erwähnen, da sind viele Flavonoide drin. Also die wirken sich auf Herz-Kreislauf-System aus und reduzieren das Krebsrisiko und dergleichen. Ja, seht ihr selber, Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium, Mangan, Schwefel, alles haben wir da drin. Die komplette B-Reihe an Vitaminen. Ja, Vitamin A vergessen, ja, dann Vitamin E und Vitamin C. Und das Geile ist, 30% Proteingehalt, das muss man sich mal wegstecken. Also der reinste Powermampf ist das. Ja, mancher macht halt ja auch die Kombination. Also die Flavonoide zusammengekoppelt da mit Kalium haben halt eine entwässernde Wirkung. Da ist dicke Beine und so was, die kriegt er damit weg. Ist harntreibend, schmerzstillend, entzündungshemmend. Ja, und auch bei Arthritis, Arthrose und Rheuma einsetzbar. Unglaublich, was das Pflänzchen da alles kann. Und bei Prostatavergrößerung ist das einsetzbar, seht ihr hier eine Studie. Und dergleichen mehr. Also macht euch da auch mal gerne selber schlau. Eine ganz klare Kiste. Ich bin ja hier weder Ernährungsberater noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, da so ein Onkel Doktor. Ne? Aber ich befasse mich damit, wie ihr seht. So, meine Lieben, das war doch schon wieder. Ne? Also ich wollte euch dafür wirklich nur mal begeistern und interessieren. Der Weg zur Gesundheit, der führt nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche. Es werden jetzt hier auch bald noch weitere Videos kommen, weil ich habe da einiges auf dem Plan und ich bin gerade so richtig in der Materie drin. Ich bastle gerade Tinkturen, wie das geht, wie ich das mache, da zeige ich euch auch nochmal gesondert im Video und befasse mich so jede Woche mit einer Pflanze speziell. Ja. Und das heißt, ich bin da von Hildegard von Bingen da bis YouTube, die Lehrbücher, meine Mutter ist gelernte Drogistin. Hey Mama, ich bin im Fernsehen, falls das sehen sollte. Liebe Grüße gehen raus. Mit den Pflanzenbüchern, die ich habe. Und da mache ich mir so ein arithmetisches Mittel. Heißt,
Das, wenn alles übereinstimmt, dann gehe ich davon aus, dass das wohl auch so stimmt. Und da teile ich euch dann auch so mit für jede Pflanze, die wir jetzt hier mal irgendwann bald auf den Kopf stellen. Und ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, liebe Leute. Ich sage mal wieder danke für Zuhören oder Zugucken. Ich verbleibe wieder, ach so, ja klar, das übliche halt, ne? Kommentare rein, ja bitte Like und weiterempfehlen und Fuffi auf dem Konto, alles klar. Ja, liebe Grüße, Glück auf und Tschüss.